Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Heute schauen wir uns mal ein Review an von der neuen HTC Vive Cosmos. Was kann sie denn? Was kann sie gut? Was kann sie schlecht? Und wer sollte sie überhaupt kaufen? Wir werden auf viele einzelne Punkte eingehen. Voodoo.de. Die HTC Vive Cosmos ist eine Virtual Reality Brille, die wir an den PC anschließen. Ein Standalone-Betrieb, wie beispielsweise bei der Oculus Quest, ist nicht möglich. Um die VR-Brille betreiben zu können, benötigt man die Viveport-Software, über die man auch später Content nutzen kann, und die Treiber-Software, die sich als sogenannte Vive-Konsole im Hintergrund hält. Hier können wir diverse Einstellungen an der Brille vornehmen, wie zum Beispiel das Raum-Setup, Audiosteuerung oder die Steuerung des Wireless-Moduls. Denn die Cosmos lässt sich auch für zusätzliche 404 Euro plus Versand schnurlos betreiben. Der Betrieb der Brille ist auch unter SteamVR möglich. Das Design der HTC Vive Cosmos ist sicherlich Geschmackssache. Die Front erinnert an ein großes Lüftergitter. Die Materialqualität der Cosmos ist hochwertig. Bruchstellen oder Verformungen sind nicht zu erkennen. Mit einem Gewicht von ca. 665 Gramm liegt sie ungefähr im Mittelfeld aller VR-Brillen. Dieses Gewicht ist über das gute Headstrap aber gleichmäßig auf dem Kopf verteilt. Man kann problemlos mehrere Stunden unter der VR-Brille verbringen. Denn eine große Hitzeentwicklung konnte ich ebenfalls nicht feststellen. Auch die abnehmbaren Polster am Hinterkopf und der Stirn sind bequem und machen die Cosmos insgesamt zu einer komfortablen VR-Brille. Durch den Gesichtseinsatz und Naseneinsatz gelangt kaum oder gar kein Licht in die Brille. Das entfernbare Kabel der Vive Cosmos ist 5 Meter lang und wird über Halterungen hinter der linken Schulter heruntergeführt. Die Einrichtung der Brille vor der Softwareinstallation ist sehr einfach. Ihr müsst keine Basisstation an den Wänden befestigen, ihr benötigt lediglich eine Steckdose sowie einen DisplayPort und USB 3 Connection an den PC. Dabei ist die Brille nicht direkt an den PC angeschlossen, sondern über eine Linkbox, die zum Beispiel auch bei der Vive Pro mitgeliefert wurde. Hier gibt es auch einen Knopf, um die Brille an- und auszuschalten. Die HTC Vive Cosmos hat ein RGB-LC-Display mit einer Auflösung von 1440x1700 pro Auge bei 90 Hertz. Dabei liegt sie von der Auflösung im oberen Bereich der aktuellen Brillen. Durch die hohe Auflösung sieht man den Screen-Door-Effekt kaum noch. Konzentriert man sich darauf, ist er zu sehen, beim Spielen stört es aber in keinster Weise. Das Bild wirkt scharf und Text ist sehr gut erkennbar, auch kleinere Bedienelemente lassen sich gut erkennen. Die Farbdarstellung ist HTC sehr gut gelungen. Die Farben wirken natürlich und kräftig. Die Schwarzwerte der Vive Cosmos sind für ein LC-Display erstaunlich gut. Man merkt zwar, dass es kein pures Schwarz ist, aber es lassen sich auch dunkle Spiele ohne großen Immersionsverlust gut spielen. Dennoch sind in diesem Bereich OLED-Brillen wie Pimax XR, Quest oder Vive Pro überlegen. Insgesamt liegt die Qualität des Displays definitiv im obersten Bereich und lässt zum Beispiel auch die Valve Index hinter sich. Störende God Rays, Glare bzw. Einstrahleffekte sind im Gegensatz zur alten Vive, Vive Pro oder Rift durchaus reduziert und wesentlich geringer als bei Valve Index. Sobald aber helle Schrift auf dunkleren Hintergrund stößt, sieht man diesen Effekt durchaus etwas. Bei der Größe und Qualität des Sichtfelds kann die Vive Cosmos leider gar nicht punkten. Durch das dicke Polster kann man nicht sehr nah an die Linsen heran, sodass das ohnehin schon geringe Sichtfeld noch weiter begrenzt wird. Mehr als 110 Grad sollte man hier nicht erwarten. Vergleicht man das Sichtfeld etwa mit Pimax oder Valve Index, zieht die Cosmos hier klar den kürzeren. Ebenfalls dem großen Abstand zur Linse geschuldet ist der relativ kleine Sweet Spot. Ich hatte zwar keine großen Probleme, den scharfen Punkt zu finden, bewegt sich die Brille aber während dem Spiel etwas auf dem Kopf, verschwimmt die Ansicht direkt, vor allem an den Rändern. Die benötigte Performance lässt sich in etwa vergleichen mit Valve Index. HTC gibt als Minimumanforderung ein i5 mit einer GTX 970 an. Ich persönlich würde zumindest einem i7 mit einer GTX 1080 Ti raten, denn die höhere Auflösung benötigt durchaus höhere Performance als zum Beispiel Rift S. Im Spiel Project Cars 2 hatte ich mit meinem i9 9900K und einer RTX 2080 Ti auf Ultra Settings einige spürbare Frame Drops, auf Medium Setting war hingegen alles flüssig spielbar. Der Augenabstand oder IPD der HTC Vive Cosmos lässt sich mit einem Rädchen an der Brille justieren. Im Display wird dann die aktuelle Zahl angezeigt.
Der niedrigste IPD beträgt 61,3, der höchste 73,3 mm. Damit ist der minimale Wert leider etwas zu hoch. Ich hatte mit meinen 60 mm Augenabstand zwar keine Probleme, Leute mit noch geringerem Abstand könnten hier aber durchaus Schwierigkeiten haben. Die Controller der Index haben einen außergewöhnlichen Style. Durch die auffälligen Lichtlinien wird die Position der Controller durch die 6 Kameras getrackt. Die Controller sind schwer und wirken klobig, beim Spielen ist mir dies aber eher positiv aufgefallen. Man hatte das Gefühl, einen richtigen Controller in der Hand zu haben. Die Batterielebensdauer der 2 AA-Batterien pro Controller lag ungefähr bei 4 bis 5 Stunden. Das Thema Tracking ist leider das größte Sorgenkind der Vive Cosmos. Keiner meiner VR-Brillen mit 6 Degrees of Freedom hat ein derart schlechtes Tracking. Schon wenn man die Controller nur still nebeneinander hält, merkt man, dass mindestens einer der virtuellen Controller sich zur Seite bewegt oder zuckt. Hält man die Controller voreinander, geht sämtliches Tracking verloren. Auch das Tracking hinter dem Kopf klappt nicht gut. Der Controller bewegt sich willkürlich durch die Gegend. Dadurch sind zum Beispiel sämtliche Spiele, bei denen man Waffen mit 2 Händen hält, oder auch Pfeil- und Bogenspiele unmöglich. Auch das Tracking des Headsets ist nicht fehlerfrei. Oft kommt die Meldung, dass die Beleuchtung nicht ausreicht und die Brille findet oft nur nach längerer Wartezeit die zuvor angelegte Spielfläche wieder. Dabei habe ich die Brille mit der gleichen Beleuchtung getestet wie zum Beispiel Rift S. Letztere hat keinerlei Probleme beim Tracking. HTC verspricht für die Zukunft zwar Besserung, derzeit ist die Brille aber durch die Tatsache nahezu unbrauchbar. Auch die Beta-Version der Software konnte mich nicht wirklich überzeugen. Höchstens Simulationsfans, denen das Tracking der Controller unwichtig ist, könnten hierüber hinwegsehen. Ein großes Problem ist zudem die Kompatibilität mit Spielen. Ein größerer Teil der Spiele muss nämlich von den Entwicklern für die Cosmos angepasst werden. In vielen Spielen, darunter auch bekannte Titel wie Onward oder Pavlov VR, konnten die Controller nicht gefunden werden und ein Spielen dieser Titel war unmöglich. Für Brillenträger ist die Vive Cosmos geeignet, obwohl sich Abstand der Augen zu den Linsen nicht vergrößern lässt. Wie zum Beispiel bei Vive Pro oder Index. Normale Brillen, aber auch Brillen mit großen Gläsern, passten ohne Probleme unter die Cosmos. Durch das Flip-Up-Design kann man das Headset auch mit Brille sehr gut aufsetzen und wieder abnehmen. Der integrierte Sound kommt aus den hochwertigen, mit Leder umrahmten Kopfhörern, die auf den Ohren aufliegen, ähnlich wie beim Deluxe Audio Strap der Vive. Der Sound hört sich sehr druckvoll und gut an, kommt aber nicht ganz an den Klang der Valve Index-Kopfhörer ran. Die integrierten Kopfhörer lassen sich abmontieren und durch eigene ersetzen. Das integrierte Mikrofon könnte kaum schlechter sein. Durchgehend kratziger Klang und Popgeräusche prägen das Klangbild. Hier ein Beispiel. Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Das ist ein Mikrofontest der HTC Vive Cosmos. Und jetzt machen wir noch ein paar Popgeräusche. Pop, 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 pop. Um zu schauen, ob sich das besser anhört als das alte Mikrofon der Vive oder Vive Pro. Und jetzt schreien wir auch mal ein bisschen, ob sich das besser anhört. Ich bin gespannt. Entfernt man den Gesichtseinsatz, kommt der Anschluss für das Kabel, ein Klinkensteckeranschluss sowie ein USB-C-Anschluss zum Vorschein. Entfernt man die blaue Frontplatte, erscheint ein Lüfter, den man übrigens während dem Betrieb in leisen Umgebungen durchaus hört, und der Anschluss für die Kamera auf der Frontplatte. Durch die abnehmbaren Teile lässt sich die Cosmos relativ leicht von innen reinigen. Leider lässt sich über die integrierte Bluetooth-Funktion kein Bluetooth-Gerät koppeln, diese Funktion ist nur für die Controller gedacht. In Zukunft wird es laut HTC ein Modul geben, was die Möglichkeit bietet, die Vive Cosmos Lighthouse-fähig zu machen. Damit werden zwar die Tracking-Probleme behoben, allerdings können wir nicht mehr die mitgelieferten Controller nutzen, sondern müssen zusätzlich 2 Lighthouse-Controller wie Vive Ones, Pimax Swords oder Index-Controller sowie 2 Basisstationen kaufen, was mit ca. 600 Euro plus dem unbekannten Preis für das Modul zu Buche schlägt. Erst dann lassen sich auch Erweiterungen wie die Vive-Tracker oder Equipment wie der Hyperblaster mit der Cosmos nutzen. Gerüchten zufolge wird es in Zukunft auch die Möglichkeit geben, die Cosmos an Smartphones anzuschließen. Dies könnte im Hinblick auf 5G-Streaming interessant werden, ein Release steht aber noch in den Sternen. Die Vive Cosmos kostet inklusive Controller 799 Euro. Im Preis enthalten ist ein 6-monatiges Viveport Infinity Abo, womit wir unbegrenzten Zugang zu allen Produkten im Viveport-Katalog haben. Hier gibt es zum Beispiel auch Spiele wie Arizona Sunshine, Apex Construct oder Sirento VR.
Alles in allem ist die HTC Vive Cosmos zwar keine schlechte VR-Brille, im Hinblick auf das Display ist sie sogar im obersten Bereich angesiedelt. Durch den viel zu hohen Preis, auch für das Zubehör und dem derzeit immens schlechten Tracking, ist die Brille aber in meinen Augen für kaum eine Spielergruppe zu empfehlen. Einsteiger sollten zur Oculus Quest oder zur Rift S greifen. Leute, die eine OLED-Brille mit gutem Display haben wollten, sollten zur Samsung Odyssey Plus greifen. Simulationsfans sind mit der HP Reverb besser aufgehoben und Enthusiasten nehmen eine Pimax oder die Valve Index. Lediglich für Leute, denen der überhöhte Preis unwichtig ist, die definitiv schnurlos mit einem guten Display spielen wollen und die keinen großen Wert auf die Sichtfeldgröße und das Tracking legen, könnten die Vive Cosmos interessant sein. Was denkt ihr über die Vive Cosmos? Ist sie für euch interessant? Schreibt es in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder sogar euren Support via Patreon. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität.